Ja, es ist amigs noch happig, wenn du so siehst, dass du eigentlich das ganze Jahr durch voll Acker ist und nachher nie irgendwie so dazu kommst, zum Match zu gewinnen. Aber wenn es nachher mal läuft und wenn du mal drin bist, dann rollt der Zug, sage ich mal. Aber ja, schlussendlich hast du immer noch einen Gegner auf der anderen Seite, der auch noch den Ball ins Feld spielen kann. Und nachher ja, musst du einfach schauen, dass du am Schluss das Beste daraus machst und irgendwann wirst du belohnt für die harte Arbeit, die du machst. Und ja, jetzt werden wir sehen, wo das Turnier noch hinführt. Es fällt mir wie ein Stein vom Herzen, dass es mir jetzt so gut läuft. Ja, das Ranking spielt im Endeffekt gar keine Rolle. Ich will einfach Spass haben auf dem Tennisplatz, mein Spiel spielen, ein bisschen draufgängerisch wirken und ja, just have fun. Und nachher das Ranking und alles drum und dran, Preisgeld und so, das kommt dann von allein. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie geldgierig oder so, ich will einfach Spass haben und geniessen, also, was ich darf machen. Ja, es ist sicher gut, dass Swiss Tennis ein paar so Challenger oder Future kann organisieren kann oder dass sie überhaupt stattfinden in der Schweiz. Das finde ich super, auch für die Jungen, die jetzt kommen, so die 2005er und 2006er Jahrgang, dass die dann auch einmal die Chance kriegen, um mal zu schauen, wie das so ist und hoffentlich einmal dann können durchstarten und nachher, also ich wünsch ihnen nur das Beste. Es ist alles möglich, aber ich nehme es gelassen. Ich gehe auf den Platz und denke mir nicht viel dabei. Ich serviere einfach mein Zeug ab und ja, kämpfe einfach um jeden Punkt. Und wenn es am Schluss langt, umso schöner. Wenn es nicht langt, dann das Leben geht weiter. Ist nichts Schlimmes. Aber auf jeden Fall versuche ich jetzt noch so weit wie möglich zu kommen.